Moin Moin aus Hamburg zu meinem neuen Video. In diesem Video ist das Thema der Trendcontroller und wir beschäftigen uns hier mit den dynamischen Zugnamen bzw. generischen Zugnamen. Ich möchte mich erstmal bei allen meinen Abonnenten bedanken. Wir haben jetzt 700 Abonnenten geknackt, die Marke. Ich danke euch dafür, freue mich, dass meine Videos bei euch gut ankommen und nun gehen wir zum Thema über. Im Trendcontroller haben wir die Möglichkeit, hier unten in der Tabelle die Namen anzuzeigen. Meistens stehen dann hier steht hier der Name von der Lokomotive. Man kann aber auch diesen Namen beeinflussen, indem man zum Beispiel hier bei den Waggons angibt, dass der Name des Waggons als Zugname übernommen werden soll. Also wenn man hier anklickt, Name und Farbe gleich Zugverbände, dann wird dann dieser Name hier übernommen und hier vorne angezeigt. Habe ich dann mehrere Waggons, dann habe ich entsprechend hier den Namen von dem ersten Waggon hier angezeigt. Ja, hier geht es um eine Spielerei sozusagen. Und zwar möchte ich natürlich, wenn ich eine Zugfahrt habe, also wenn hier ein Zug fährt bei mir auf der Anlage, dass dann hier entsprechend ein Name angezeigt wird, wie das normalerweise bei der Deutschen Bahn zum Beispiel der Fall ist. Zum Beispiel IC und dann Nummer 101 oder RB 223 als Beispiel. Wenn so eine Zugfahrt zu Ende ist, verschwindet dieser Name wieder. Das ist auch okay. Wie gesagt, ist eine Spielerei. Man muss das nicht haben. Man könnte das haben. Diese Spielerei kann man aber dann weiter spinnen und zum Beispiel hier irgendwo eine Anzeigetafel zu machen mit den zu erwartenden Zügen sozusagen im Bahnhof oder sozusagen hier an jedem Gleis so eine kleine Anzeige machen, welcher Zug hier zu erwarten ist oder welcher Zug ist schon da ist. Oder wenn man natürlich weiterdenkt, wenn man auf der Anlage tatsächlich solche Zuganzeigen hat, ob das jetzt mit Raspberry Pi oder mit anderen Möglichkeiten zu realisieren wären, dann kann man eventuell eine Schnittstelle auch zu diesen Objekten herstellen und dann diesen Namen dort anzeigen lassen. Wir beschränken uns aber jetzt hier erstmal auf den Trendcontroller, auf den Trendcontroller-Möglichkeiten und machen heute in diesem Video lediglich nur die Basisgestaltung von so einem generischen Namen, wie ich mir das vorstelle, und lassen diesen Namen im Prinzip hier anzeigen. In den nächsten Videos werde ich euch dann Erweiterung zeigen, eben wie man sozusagen hier so eine Art Anzeige gestaltet oder wie man die Namen noch besser kontrolliert. Aber ein Schritt nach dem anderen. Okay, also was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu einmal ein paar Variablen. Ich schiebe das hier rüber, dass hier im Bereich Variablen habe ich einmal aktueller Zug und die Zug und die Variable Zugname. Beide Variablen sollen Gültigkeitsbereich Zug haben. Einmal hier und einmal auch hier. Gültigkeit Zug heißt, dass diese Variable nur für einen Zug gelten. Das heißt, wenn diese in Makros aufgerufen werden, dann werden die nur für diesen Zug auch tatsächlich mit Werten belegt und sind dann in anderen Zügen nicht sichtbar, sondern sozusagen dort sind die leer und werden dann durch den anderen Zug auch wiederum belegt. Also auf keinen Fall global, weil sonst überschreibt er die Werte immer wieder durch verschiedene Züge. Falls ihr diese Variable bereits habt, könnt ihr die natürlich auch nutzen. So, wenn wir diese Variable erstellt haben, gehen wir hier in Bearbeiten und dann in den Makros. Und in Makros brauchen wir zwei Makros erstmal.
Das kann man dann entsprechend beliebig erweitern. Einmal brauchen wir, ich habe das genannt, Namenpool, und zwar IC. IC habe ich nun benannt für die Fernzüge. Man kann das auch Fernzüge nennen. Das ist erstmal egal. Diesen Makro ist relativ einfach. Und zwar habe ich hier eine Ablaufsteuerung einer Operation zufällige Reihenfolge ausgewählt. Das heißt, alles, was danach kommt, wird in zufällige Reihenfolge gebracht. Das heißt, per Zufall werden diese Zugnamen hier sortiert. Also im Prinzip unsere Variable Zugname, was wir vorher erstellt haben, bekommt nach und nach diesen Namen zugewiesen. Da das aber zufällig passiert, also diese Reihenfolge, bleibt natürlich hier unten nicht unbedingt IC097 stehen, sondern eventuell zum Beispiel IC2028 als letzte Zuweisung. Das heißt, diese Liste wird einmal durchgegangen und die letzte bleibt natürlich in dieser Variable gespeichert. Das ist, wie gesagt, nur eine Methode von vielen. Bei drei hier Namen auch relativ einfach, grundsätzlich auch relativ einfach und übersichtlich. In den nächsten Videos oder in den anderen Videos zeige ich euch, wie man das noch anders macht. Vorteil von dieser Liste natürlich, dass ich hier eine gute Übersicht habe, welche Namen ich hier vergeben kann. Nachteil, das spreche ich gleich an, dass natürlich diese Liste von verschiedenen Zügen gleichen Massen ausgelesen wird, so dass eventuell zwei Züge den gleichen Namen bekommen können. Ja, das heißt, es kann passieren, dass ich zweimal IC097 habe, die gleichzeitig im Bahnhof einfahren, was natürlich hier nicht schön aussieht. Aber wie gesagt, für unser Modell reicht das erstmal. Und wie gesagt, wenn man hier statt 3 zum Beispiel 20, 30 Namen vergibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Namen oder einen gleichen Namen für mehrere Züge vergeben wird, natürlich dann wird immer kleiner. Aber nichtsdestotrotz kann es passieren. Deshalb sage ich, ich zeige euch dann in anderen Videos andere Methoden, wie man das eventuell vermeiden möchte. Wenn wir das jetzt hier gemacht haben, mache ich hier so bei den Makros, dann kann man solche Namenpools für verschiedene Bereiche machen. Also jetzt zum Beispiel IC, dann kann man zum Beispiel andere machen für RB und so weiter und so fort. Das habe ich hier auch mal zum Beispiel hier stehen, aber diesen Namen liest erstmal leer. Wir brauchen aber noch einen anderen Makro, und zwar ein Makro, was diesen Namen jetzt erzeugt. Und in diesem Makro ist auch nicht groß. Und zwar, hier rufen wir erstmal unser Zug ab. Und zwar, wir sagen, dass unsere Variable aktueller Zug soll Zuweisung bekommen. Aktueller Zug und Wert, natürlich aktueller Zug, hier gibt es nichts anderes. Das heißt, unsere Variable aktueller Zug, was einfach nur auf diesen Zug bezogen ist, ruft erstmal diesen Zug ab. Weiterhin rufen wir hier unsere Makro Namenpool IC. Wir erinnern uns, in diesem Makro wird in die Variable Zugname einen zufälligen Namen eingefügt. Und als nächstes machen wir nichts anderes, als wir sagen, dass unsere Variable aktueller Zug soll jetzt Operation angewendet werden. Und zwar Operandzustand, gibt es auch nur eins. Und dann gehen wir hier Operation ändern rein und sagen hier Zugname. Also das ist hier eine recht lange Liste. Man kann hier zum Beispiel verschiedene Sachen auswählen, wie Kupplung hinten, also diese ganze Zugoperation, die kann man einen ausschalten und so weiter und so fort. Zeitweilige Geschwindigkeit beschränken, zum Beispiel bewegen, Notfall, wenn und so weiter. Unter anderem, wie gesagt, kann man auch Zugnamen vergeben. Und hier fügen wir einfach Prozentzeichen V und dann unsere Variable Zugname, die jetzt unsere Zugname enthält, aus diesem Namenspool. Das heißt, wir weisen jetzt diesem Zug diesen Namen zu. Und jetzt sagen wir okay. So, nun, was bleibt mir noch übrig?
Ich muss jetzt natürlich noch diesen Makro bei einem Zugfahrt auch noch aufrufen. Dafür gehe ich in mein Zugfahrt. Das sind dann hier. Nehme mir eine Zugfahrt. Zum Beispiel so eine Personenzugfahrt. Die hier. Und sage dann hier beim Starten. Rufen wir eine Liste auf. Beim Starten G-Operation soll diese Makro Zugname erzeugen IC, also weil das soll für mich ein Fernzug jetzt Fernzugfahrt sein, soll diese Makro aufgerufen werden. So, mehr muss ich nicht machen. Das heißt, ab jetzt kann ich je nach Bedarf meinen Namenspool erweitern, ändern und muss mich dann um die Sachen hier, was die Zuweisung angeht und so weiter, nicht mehr kümmern. Das muss ich natürlich wiederum für jede Zugfahrt machen, wo das überhaupt relevant ist. Und was ich noch machen muss, ich muss bei diesen alle Waggons, die eventuell hier drin sind, diese Option, was wir vorher gesehen haben, ausschalten. Weil sonst überlagert das automatisch hier diesen Namen. Also sprich hier Name und Farbe, Zugverbände, das muss ausgeschaltet sein. So, und nun testen wir, was wir gemacht haben. Ich gehe jetzt hier in meine Zugfahrt rein und nehme hier diese Zugfahrt, sage jetzt starten. Und jetzt sieht man hier unten, Name hat sich geändert und jetzt steht IC 2028. Ich breche das jetzt mal die Fahrt ab. Da sieht man, steht wieder BR 110 und starte jetzt erneut. So, und jetzt sehen wir, es ist jetzt ein anderer Name per Zufall, IC 097. Jetzt breche ich wieder ab. Probieren wir nochmal, das zu starten. So, und jetzt IC 2028. Wie gesagt, das ist jetzt ein Zufall, dass die Namen so gekommen sind. Kann natürlich passieren, dass zwei- oder dreimal sogar ein gleicher Name hinterherkommt, weil wir haben nur drei Namen in unserem Pool drin. Hat man dann mehrere Namen, dann ist es die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ gering, dass Namen sich zu oft wiederholen. Ja, somit kann man hier entsprechend für die Züge je nach Fahrt Namen vergeben und somit hat man auch ein bisschen Spielerei. Wie gesagt, ich hoffe, das bringt euch ein bisschen weiter und macht eure Fahrten interessanter. Und in dem nächsten Video zeige ich euch, wie man diese Anzeigetafeln im Train-Controller auch wieder ein bisschen spannender gestaltet. Ich bedanke mich, dass ihr mein Video angeschaut habt und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!